drauf kommen. Ja. Ein Baum nach dem anderen, würde ich sagen. Kettensägen-Massaker. Drop mir mal dein Holz an. Ich bin der Holzfrager. Sport, oder? 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 9000. 9000 Holz. Was du gerade eben so mühevoll gefarmt hast, farm ich jetzt einfach mal kurz. Nee. Also dieses Verhältnis halt einfach. Oh, jetzt hat die Kettensäge mal ein bisschen Damage bekommen. Können wir mal hier ein bisschen runtergehen. Okay, die Bäume bringen weniger Holz, weil die ein bisschen geschmoddert sind. Große Verbandskasten. Wieder eine Sicherung gefunden. Alright. Boah, ich habe jetzt keinen Platz mehr, weil ich jetzt diesen Namen entscheiden muss. Und wie viel Holz habt ihr jetzt schon? 10.000. Ich habe 13.000 im Inventar. Also haben wir 18.000. Ich habe auch noch 5.000. Okay, jetzt brauchen wir nur einmal richtig Holz fahren zu gehen und dann reicht es erstmal wieder für. Na komm, spring an. Komm! Mir geht einfach nicht an Zeit, nur Holz, 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 Holz. Wie das aussieht, Alter. Ja. Was denn du? Ja. Ich kann es nicht tragen. Oh. Seid ihr voll? Also ich, ja. Ich bin fast voll, weil ich habe noch 2, 4, 6 Plätze. Ich hoffe, damit hat sich dann das Holzproblem erstmal erledigt. Ja. Und belagern wir jetzt am Holz. In der Holzkiste. Haben wir nicht noch eine große Kiste in den Kisten? Ja.
Gibt's eigentlich so ein Ding auch noch für Stein? So ein Portier? Ja, den haben wir auch. Wir haben den? Das ist doch der Preisverfall. Hast du den noch, Benny? Den müsste ich sogar noch haben, ja. Kann ich mir den irgendwie ausleihen? Also wenn ich den habe, gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den im Inventar hatte, obwohl ich gestorben bin, oder ob ich den immer noch in der Kiste hatte. Also ich mach dann erstmal alles mit Holz fertig bei mir und dann würde ich halt... Ja. Ah doch, die wurde weggenommen. Ja. Nee, dann habe ich die glaube ich nicht mehr. Ich bin voll, by the way. Nein, lass los. Ich fahren, ja, dann, ja komm, dann habe ich meistens halt mein Tierfetter, was ich da hatte, in die Klonfragmente weg. Kannst nicht mehr tragen. Okay. Jetzt sind wir... Warte, wobei? Ich habe jetzt extra die große Kiste leer gemacht. Ich schmeiß Tierfett noch weg, dann kann ich auch noch mal 1000 tragen. Mal wie laut das auch ist, also wenn jetzt jemand auf dem Server wäre, regeln hier unsere Nachbarn, also die haben uns schnell abgefallen. Ja. Also eine Holzbase wäre wahrscheinlich sofort weg. Das könnte echt nicht möglich sein. Also ich bin completely voll. Ich hoffe die große Holzruhe... 250 kann ich noch tragen. Ich habe 18.000 Holz. 250 kann ich noch tragen. Ich glaube nicht mal die große Truhe reicht dafür fest. Wie viel hast du, Basti? Ich hab, warte mal, 6 in einer Reihe, ne? Das sind 6.000, 12.000, 15.000. Ich hab 18. Heißt, wir haben 33.000 Holz. Sollte fürs Erste reichen. Nee, ich glaub, das ist noch zu wenig. Basti? Ja? Es sind nur 26 Plätze in der großen Truhe. Also die Landschaft ist sehr kahl geworden, sagen wir es mal so. Also ich habe extra, ja wie gesagt, in der zweiten und die dritte, die können wir noch benutzen. Ich würde halt in der zweiten, können wir ja noch Truhen aufstellen. In der zweiten am besten, weil das halt die niedrige ist. Etage jetzt oder was? Ja, in der zweiten. Die erste ist ganz unten und dann 2, 3, 4. In der letzten kommen die in den Fallen, ne? Also die oberste. In der vierten wird, wenn ich fertig bin, wird für uns auch nicht mehr zugänglich sein. Da macht er nur Fallen hin oder was? Ja, und dann werde ich die Leiter machen und da einen Boden reinsetzen. Dann werde ich auf der dritten Etage an der Stelle, wo ich den Boden nämlich umgemacht habe, weil ich da keinen Spike mehr setzen kann. Hier ist die Kiste. Werde ich dann auf der dritten Etage auf dem Boden dann nochmal einen Spike machen, dahinter dann noch eine Wand. Oder das war also, das ist einfach den einen Punkt dann frei. Oh shit, den Alter. Rest, ja. Für uns. Holy shit, einfach nur. Inventar? Wie laufen unsere Materialien ganz schön gut? So, Benny, dann craften wir mal ein paar Spikes. Sofort. Wir fangen direkt mit dem Dach an, das ist das Gefährlichste. Kannst du dann zwei Leitern craften oder willst da du? Da ist das Holz drin, Basti, ne? Also. Wie das Holz? Wie viele Spikes willst du? Nee, hier in der Holzkiste ist das Holz drin. Ja, ich wollte hier nur noch das voll machen. Welche? Ja, du hast doch Holz. Für dich, damit du dein Inventar leerst. Boah. Ach so. Wie viele Spikes willst du denn haben? Ich kann 10 Stück machen. Mach mal. 50. 50? Alles klar. Das Holz ist dann direkt wieder weg. Nö, wir haben immer noch genug. Weil danach brauchen wir nicht mehr viel. Alles ist schon fast alles geupgradet. Ich muss nur Schlösser machen.
normale Schlösser erstmal. In der obersten Etage reichen auch normale Schlösser, weil wir da eh nicht mehr hingehen. Das heißt, die Gegner könnten da ja auch nicht durchgehen im normalen Schlössern, das reicht vollkommen aus. So. Aber wir müssen allerdings, bevor ich denn die vierte Etage abgrenze, müssen wir da trotzdem Metalltüren, am besten, ich weiß es Verschwendung, aber Metalltüren machen, damit die Schwierigkeiten dann haben. Basti, bitte verlier die Kettensäge aber nicht, ne? Hey, wieso? Ich wollte gar nicht, ich wollte das andere haben. Haben wir aber nicht mehr. Haben wir doch nicht mehr, da meine Truhe doch weg ist. Aber Holz brauche ich ja jetzt aber erstmal nicht, ich pack die erstmal weg. Wir haben ja erstmal genug. Ja, aber verschließ die dann bitte. Ja, mach ich ja. Ich will die bei mir in die Truhe packen. Wie viel sind denn oben die überhaupt? Kannst recht kurz. Entschuldigung. Ungefähr, wie viel sind denn in der oberen Etage? Was denn, Türen? Ja. Yeah. 18 oder 20, ich weiß es gerade nicht. Was? Ja, das sind fast 2000 Metallpacken in Türen. Oder? Warte mal, wie viel ist. So, da war eine Tür 150. Eine Tür bei 150. Oh, cool. Ja, das tut gut. Wir brauchen irgendwas, womit wir mehr rausbekommen aus den Erzen. Presslufthammer. Wir müssen die ganze Scheiße erstmal schmelzen. Kann man einen Presslufthammer auch, ja, machen? Bist du eigentlich gerade schon am Werk hin bei den Dingern? Nee. Nicht? Doch! Nur wenn du zuhörst, würdest du das auch wissen. Oh, Dings kommt mal wieder zu uns und eine verschlossene Kiste ist beim Schrottplatz. Oh! Weg. Snap! Oh, die sollten wir uns angeln eigentlich. Ja. Oh, beim Schrottplatz? Ja. Vielleicht sollten wir da alle hin. Bist du im Ries noch da? Ich mach alle weg. Ja, ich bin schon auf dem Weg, Blatt. Ja, ich mach grad die. Ich fertig grad die. Ach, egal, Alter. Assassin, dann bin ich auch. Nee, du kannst auch. Ich fertige grad zwar die Spitzen, aber das ist. Ach, dann mach die, die du hast, hier schon mal rein. Ich mach auch erstmal alles bei mir rein, ich nehme das später wieder raus. Armbrust muss ich mitnehmen, ist Verteidigung. Spitzhacke lasse ich drinne, weil ich das so weit. 15 nicht. Minuten lang müssen wir da jetzt warten, bis die Truhe aufgeht. Weil die Kiste. Okay. Ich hab nur das Nötigste dabei, ich komm. Ja, warte, ich. Ja, ich hab auch nur Shots dabei. Seid ihr schon alle am Laufen? Soll ich meine Schrotflinte mitnehmen? Ich weiß es nicht. Ich nehm meine Pistole mit. Ja, wir haben eh noch. Was ist? Was ist mit dir schon wieder, Alter? Frau wieder. Dein Mann hat schon wieder leiden. Au. Keine Pistolenmunition, aber so was. Let's go, Leute, let's go. Ich hab schon gedrückt. 15 Minuten müssen wir da jetzt warten. 15 Minuten, ja. Steht da irgendwie ein Timer oder so? Da steht doch ganz fett grün, 15 ja, Minuten. Ja, aber das sieht man nicht. Oh. Weil die jetzt, die ist voll kacke gelandet, ey. Ja. 14:41, ja. Oder sonst hier irgendwo verschanzen einfach. Ja, ich geh nochmal zurück, ich tu die Sachen nochmal weg. Hat er noch Essen dabei? Du kannst in die Zweitbase rein. Naja, alles gut. Hier ist auch. Das Ding ist, ich hab halt auch kein Essen und so. Hier ist ein Ballon gelandet. So, nichts drin. Wir werden gleich Besuch bekommen, also das kann ich euch sagen, ey. Mhm. Was
jeden. Ich hab halt jetzt nicht die beste Waffe dabei auf Fernkampf. Vielleicht gehe ich gleich auch nochmal zurück. Wenn ihr beide da seid. Wir können jetzt nicht alle zurückgehen, Alter. Ich hab übrigens eben aus einer Kiste ein Flammengeschütz gefunden, ne? Das ist geil. Ja. Guck mal, wie scheiße die gelandet. Benötigt einfach einen Kraftstoff, nur. Oh, das ist gut. Deswegen ist es ja auch so scheiße zu lesen. Ich will nicht sagen, bei mir ist ein Gegner. Was? Zwei Leute. Wo laufen die hin? Ja, zu uns. Direkt bei unserer Base. Was? Die wollen hier hin. Laufen die? Gehen oder aber sind... ganz langsam. Oh, die haben auf jeden Fall Rüstung. Ach du Scheiße, gehen die langsam. Ja, die haben die Rüstung, die der Basti angezogen hatte. Oh nein, das heißt, sie sind unsterblich. Das ist die beste Rüstung in dem Spiel. Okay, Rückzug oder kämpfen? Also ich wäre ja für abwarten. Sieht aber ein bisschen aus wie ein NPC, Alter. Ja, läuft der straight Weg oder läuft er im Kreis? Ja, ich guck gerade. Was, wie sieht denn seine Rüstung aus? Das erkennt der läuft im Kreis, glaube ich. Achso, Junge, läuft, okay. Hat er ein Ganzkörperkostüm an? Ja, ich glaube schon. Ja, ist der blau? Ja, ich glaub ist schon. Ein NPC. Okay, alles gut. Wie kommt der denn da hin? Der spawnt da. Boah, Junge, ich wollte gerade schon wieder losweinen. Ich dachte, jetzt kommen die Leute hier mit gepanzerten Sachen an, Alter. Alter, das hätten die hat man nie dort bekommen. Selbst mit Schusswaffen halten die ewig viel aus. Der Teil hat noch lange noch. Haben wir bei der anderen Base Essen? Nee. Wo sieht man das? Nur da oben. Sieht man das da anpflanzen. 12 Minuten gleich noch. Jetzt was seht ihr da? Die erkennen es nicht. Ach, okay. Muss springen, dann siehst du den grünen Timer bei dem Ding. Geh ein Stück zurück, dann kannst du es erkennen. 11 Minuten 50 noch. Ach, da, oh. Das ist halt komplett scheiße gelandet. Aber looten kann man es trotzdem, oder? Ja. Das stimmt. Ja, ja, klar. Wenn du wieder einmal reingeklickt bist, dann kannst du looten. Farm mal einfach einen Kraftstoff, dann platzieren halt den Flammengeschütz noch. Ich muss nur überlegen, wo. Am besten irgendwo draußen, ne? Oder? Nein, ich würde es direkt in der Base. Meinst du? Ja. Meinst du, die kommen durch die Spikes durch? Also wenn ich mit oben... Oder? Ich hab überlegt, ob ich eventuell ganz oben... Nee, nicht, also das ist scheiße, das dreht sich nicht komplett, das geht nur 90 oder Grad. Oder du platzierst es halt einfach mitten in den Spikes, so dass die Spikes Schaden bekommen und aber auch Flammen. Ja, ja, ich habe überlegt, ob ich es in der Mitte ganz oben auf dem Dach mache, aber wie gesagt, nur 90 Grad Winkel sieht er das, sieht der Flammenwerfer nur. Das ist halt die Scheiße dabei. Was uns, also der kann sich ja da nicht komplett drehen. Die haben halt unseren Stuhl weggesprengt, wo Keks immer Gitarre drauf gespielt hat. Oh nein, wir können die nur. Ja. Meine Gitarre lebt ja, glaube ich, noch. Steppt ihr gerade? Ich bin nicht bei euch. Ich bin hier gerade noch nebenbei am Sammeln. Alter, jetzt habe ich auch gerade gedacht, du wärst ein Gegner, Alter. Minuten noch. Aber wir können uns da ja auch nirgendwo richtig verschanzen, da drin nur das Ding gelandet ist. Ist einer bei mir? Ja. Oh, Jesus. Ich habe auch erst auf der Karte geguckt, ob jemand bei mir in der Nähe ist, weil ich auch was gehört habe. Wieder halbautomatisches Gehäuse gefunden. Oh, Alter, Jesus. Danke. Ich habe einen Kühlschrank gefunden. Gut, scrappen. Scrap.
warte, wofür brauchen wir einen Kühlschrank?